Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Destiny. Wir befinden uns im Tal der Könige auf dem Mars. Und seht euch das an, das Tal der Könige, das sieht doch mal richtig tödlich aus. Ordentlich, ordentlich. Ja. Aber wir gehen hier ganz klar einfach mal weiter. Der KGB da vorne, der kann uns mal gern haben. Wo ist man eigentlich hin? Aua! Oh, wir werden geschossen. Da müssen wir hin. Ja. Sind gerade das Schild aus der Hand geschossen? Kann sein, ja. Wo müssen wir denn hin? Oben geht's weiter. Ach, da hoch. Ja, dann schaue ich mal. Mache ich bei dem mal eine kurze Stippvisite, hä? Der ist schon weg. Ja, egal. Da wird es ja bestimmt noch ein paar mehr geben. Siehst du? Noch mehr von der Sorte? Oh, hallo. Okay. Spricht der Kollege einfach direkt mir wieder von Latz. Kann nicht sein. Da sind sie doch. Huch. Hallo. Oh, also wenn man den Headshots gibt, dann sind die relativ zügig weg. Ja, das stimmt. Also Kopf haben sie es nicht so. Ah. Scheint wohl eine Schwachstelle zu sein. Bin schon wieder drauf. Und weg. Ach, Munition. Don. Cool, da kommt auch so ein bisschen blauer Glibber raus. So, können die da habe ich doch gerade noch Gegner gesehen gerade. Da hüpfen sie. Ach, da oben. Wie schön. Hopp. Geplatzt. Oh, blaues gedroppt. Bei mir nicht mal Munition. Was haben wir denn hier? Ach, da oben müssen wir hin. Okay. Ich gehe schon mal voraus, Kleiner. Ach, guck, eine Höhle. Eine leere Höhle vor allem. Kommst du? Ja, ich habe nur hier gerade noch jemanden gekillt. Na, lass dir ruhig Zeit. Ich aktiviere hier mal. Über das Tor, dieses große, runde Etwas. Irgendwie habe ich da ein ganz mieses Gefühl, wenn ich das jetzt aktiviere. Halt mal lieber hier auf das Tor drauf. Kann bitterbös enden und das kennen wir ja mit den Toren, ne? Ja. Kabale sind ins Wahrnehmungsgitter der Wex eingedrungen. Was leuchtet da unten? Wollt's gerade sagen. Warum, was kommt da schwarz hinter dem Tor raus? Oh nein. Wie jetzt, das war's? Das sind ganz schön viele. Aber ich glaube, die wissen auch nicht, was das Tor ist. Aber wenn wir das Auge des Torlords erwecken und in den schwarzen Garten wollen, müssen wir wohl an den Kabalen vorbei. Na, herzlichen Dank. Das sieht ja mal wieder aus, als würden wir richtig Spaß haben in den nächsten Missionen. Runter mit dir. Haha. Da, hey. Oh, guck mal, da ist die Kiste. Oh. Hey. Nein! Da war sie doch gerade. Schade, da war schade, eine Kiste. Schade. Ja, direkt vor dem vor meinen Füßen. Was haben wir denn hier bekommen? Schrecklich. Einsatzbefehle. Guck mal doch gleich mal rein hier. Die Schiffsmeisterin im Turm könnte der Verbreitung dieser Information helfen. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das macht ja nichts. Ich muss ja nicht alles verstehen. Nee, das ist wohl richtig. So, wo dürfen wir denn hin? Können wir auf dem Mars schon was machen? Ja, da erübrigt sich was. Wir könnten die Patrouille machen. Wir könnten auch hier die Säule des Kartens machen. Wollen wir zum Turm oder wollen wir zum Mars? Wir wollen zum Mars. Wir wollen zum Mars. Dann machen wir den Mars mal weiter. Die Säule des Gartens. Übernimm die Kontrolle über die Säule des Schwarzen Gartens, die sich hinter der Mauer der Kabalenkriegsbasis befindet, und erwecke das Auge des Torlords. Klingt für mich irgendwie so, als würde man seinen Gegner erwecken. Wir machen... Und das wollen wir eigentlich vermeiden, ne? Genau. Oh, guck mal, Rüstungsupgrade. Wir nehmen mal Level 19 schwer. Wow. Wir wollen es uns ja nicht zu einfach machen. Das ist richtig. Und sonst macht es ja keinen Spaß. Richtig. Und starten den ganzen Spaß mal. Gucken, wo es ins Hades mal hintreibt. Ich nehme mal ein Schlückchen, nicht erschrecken. Da hat jemand Brand. Ah,
Also ich nehme jetzt auch ein Schlückchen, nicht erschrecken. Okay, ich weiß, wie wir das Auge des Torlords aufladen können. Die Kabale hat in ihrer Kriegsbasis eine Wegsäule, die mit dem Tor zum Schwarzen Garten verbunden ist. Mit dieser Säule könnten wir das Auge aufladen. Allerdings sind die Kabale dort am stärksten. Also bist du hoffentlich bereit für einen Krieg. Krieg! Am Arsch! Krieg! Es ist Krieg! Hurra! Hurra ist gut. Übertreib mal nicht, Freundchen. 1914 haben sie ja alle Hurra gerufen. Ja, 1914. Wir haben jetzt aber 2014. Das sind nun mal... Lass mich rechnen. Warte mal, die Querwurzel, die Quersumme aus 19 plus 24 mal die Hälfte. Das sind 100 Jahre. Ja. Gar nicht so lang. Nee. Quasi ums Eck, ne? Genau. So, wo kommen wir denn hin? Wir müssen da runter. Bist du schon bei mir? Ich bin direkt hinter dir. Ich bin das in deinem Diffusor. In meinem Diffusor, na, herzlichen Dank auch. Da habe ich mal gar keine Lust drauf. Folge dich. Das ist aber nett von dir. Muss man ja mal ausprobieren, ob es das hier gibt. Windschatten. Setze an zum Überholen über außen rum. Da kommt er! Und nochmal außen. Wo bist du? Ja. Ich bin voraus. Ja. Können wir hier lang? Ja, können wir. Oh. Auf mich wird geschossen. Feindkontakt. Wo? Krieg halt, ne? Meinst du direkt vor mir? Nee, insgesamt. Ach so. Oh, von der Seite. Nein, ich glaube nicht. Eher von hinten. Und ich taufe dich auf den Ritter von hinten. Boah. Aua. Nein. Wo bist denn du? Ich bin hier. Ach, du bist bei dem Kollegen hier, das ist aber nett. Hätte jetzt aber Glück gehabt, dass wir da waren, sonst wäre der eiskalt gestorben. Ja, auf jeden Fall. Nö, aber wir wollen ja weitergehen. Du rennst wieder falsch. Ja, genau. Es ist einfach phänomenal, wie oft du hier die Orientierung verlierst. Ja, nicht die Orientierung. Wir sehen nur gar nicht erst gewinnen. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Los geht's! In diese Hölle, Höhle. Die Säule finden. Gehen wir weiter. Ich scanne nach einem guten Übersichtspunkt. Die Säule finden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Säule das war, was wir vorhin schon gesehen haben. Wie machen die denn immer so Suicide-Attacken? Bist du? Ich bin direkt hier? Hinter dir quasi. Neben dir. Er hat es zerrissen. Ist ja hier platzt. Au, au, au. Bin er da unten. Ich treff dich. Dieses Auto. Let's go. Aua. Oh was ja, da sind hier ein paar unterwegs. Ich komm mal ein bisschen zu dir. Da kann man ein bisschen... Boah, wow, was machst du denn? Direkt vor mein Schussfeld. Springt der Typ direkt vor mein Schussfeld, ey. Das ist doch nicht wahr. Wer? Ich? Ja! Ich will gerade loslegen, auf einmal springt er vor. Kann ich mir gar nicht erklären. Der gute Mann. Das muss halt versehen sein. Wow. So viel zum Thema Schussfeld, ne? Der legt sich gerne auch mal selber. Ja, jetzt hat's mich gerade auch wieder zurück. Da hinten habe ich noch was gesehen. Was ist er denn? Da! Und? Aua! Schießt hier aber ganz schön mutig rum. Ach jö, da oben. Weiter gehen. Der Arme. Jo. Sie werden auf ihren Grab. Oh, guck mal, der hat so einen Totenkopf auf seinem Schild. Der ist ja voll cool. Der kannte schon sein Schicksal, bevor wir da waren. Aua, schießt du da? Das kann sein. Du triffst dich. So, dann müsste es gewesen sein. Ja, sieht gut aus. Wieder mal ein bisschen neu ausrüsten.
Okay, so viel zum Thema. Das müsste es gewesen sein. Direkt neben mir sind sie. Hallo, der Herr. Wie geht es Ihnen? Ich würde Sie gerne näher kennenlernen. Aber nicht jetzt. Los, geht weiter. Da war doch da was. Komisch. Streckst du die Fühler raus und schon sind sie weg. Bitte? So, jetzt gehen wir mal hier runter. Da oben kommen wieder welche. Oh ja. Halt! Ach, jetzt ist auch zu spät. Das ist aber süß, wie die immer springen, ne? Ja. Richtig schnuckelig. Ja. Komm, den krieg ich noch in der Luft. Ah, schade. Beim Landen erwischt. Die sich gerade geklont? Kann man noch ein bisschen Munition aufgreifen und dann können wir losdackeln, oder? Oh, oben schießt hier irgendwer. Oh, ach, da. Oh. Da! Nein, lass mir den. Den im Nahkampf erledigen. Komm. Ach, das warst du. Schade. So, weiter geht's. Guck mal, die haben hier sogar richtige Solarbräunungsgeräte. Ist auch nass. Kannst sie richtig gut gehen lassen. Ja. Wellness. Aber hallo, guck, hier, der funktioniert sogar. Noch. So, liebe Freunde, wir brutzeln jetzt noch für 2-3 Stunden. Achtung, und wenn denn? Besser als die Karibik. Man will ja gleichmäßig braun werden im Krieg. Aber ich würde sagen, gehen wir weiter, oder? Ja. Die schießen jetzt die anderen mal ein bisschen braun. Oh, guck mal, ein großes Tor. Rubikon-Wiese. Sieht aber schön aus hier. Da vorne. Von dort können wir die Säule. Meint er das große Ding? Hey! Ecke kennen wir doch. Hier können wir nicht. Doch! Kommt uns doch hier ein wenig bekannt vor. Oh, guten Tag. Du rennst wieder den komplett umständlichen Weg. Ich renne mal lieber direkt hin. Ja, ich will lieber ein paar erledigen. Wenigstens ein bisschen Munition abgeschossen. Au. Da siehst du, du machst da unten Terror und ich muss alle töten. Ich muss alle töten. Uah, hier schießt was Großes auf mich. Du bist schon da oben unterwegs. Du hältst mir die ganzen Typen auf den Hals, die auf mich schießen. Läuft das also. Ich zeig dir mal, wie du das... Ja. Sterb hier fast und du machst da hinten Sonnenbad. Ja, und ich killse mit einem Schlag alle auf einmal. Genau, deswegen steht da oben. Deswegen steht da oben ja noch einer. Zwei. Die ein bisschen gefährlicher sind, hä? Hallo. Ich hab dir mal was entgegengeworfen. Merkt. Hätte mich fast gekillt. Wie bist du da hochgekommen? Bist du nur gejumpt? Ja, ich bin gejumpt, beziehungsweise da war noch ein Biste. Und die hast du mitgenommen. Genau. Kopf, Kopf. Ach, da hinten hätten wir auch einfach hochgehen können. Erledigt. Ich hätte da hinten was droppen lassen, das ist ja schön. So wird ein wenig. Hier kann ich den Geist einsetzen, soll ich mal machen? Denn... Wo bist denn du? Hier! Hier hast du die Orientierung. Ach, verloren. Da! Was war denn das? Setz den Ghost mal ein. Ja, mach das mal, ich habe da gerade eine Ladung gesehen. Das war ein großer Turm. Komm schon, wo ist sie? Ich hab's. Sie ist hinter einer weiteren Verteidigungslinie. Ah ja, klar. Tja, wenn Sie nicht schon wussten, dass wir kommen, wissen Sie es jetzt. Tja. Da dein Ghost sie ja jetzt alle geweckt hat, komm ja auch, kannst du sie ja auch dann alle erledigen, oder? Genau, das mache ich auch. Ich lehne mich da ein bisschen zurück. Du kannst dich ja bräunen lassen, wie immer. Genau. Faulpelz. Tja, und ich stehe wenigstens dazu. Oh, cool. Nehme ich mal mit. Hey. Mit. Geplatzt. Ja. Auch geil. Nehmen wir auch noch mal einen mit. Oh, von hinten beschossen. Nicht mehr. Nicht mehr als sonst auch. Alter, die gehen ab, ey. Oh. Wir denn hin?
Ach, wir müssen hier rein, okay. Wir werden aber beschossen. Oh, das macht ja nichts. Du musst schon treffen, wenn er hier auch hinter dem Berg steht. Tu ich doch. Ah, ich seh's. Ich steige hier lieber aus hier. Mit dir mach, ist das zu gefährlich. Oh ja. Aua! Schießt der nicht hier voll über den Haufen. Ich glaube, da drin hätten wir dann sowieso Probleme mit dem Manövrieren. Da lacht er. So, nach links müssen wir. Jo. Ratzfatz zocken wir uns hier durch. Oh, ist das steil hier. 12% im Durchschnitt. Aber auch nur im Durchschnitt. Geschränkter Wiedereinstieg. Ich glaube, die haben uns beschränkt. 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 Sieht aber schön aus hier. Fühlt sich nach Feierabend. Dann kennen wir auch die Ecke, ne? Ja. Oh oh. Oh, oh, einen oh, wunderschönen oh, oh, guten Tag. Autsch. Zopsen die ja hier alle rum, was müssen wir denn hier machen? Killen. Tja, das sagst du so einfach. Da springst du hier neben mir, ey. Keine Sorge. Der Tod kommt zu jedem hier. Ich hänge hier fest, du blockierst mich da. Boah. Ach man, oh, ich werf gerade mein Messer und was macht der? Sie ausschalten. Vor der Nase weggekillt. Müssen wir denn hier durch? Oh, oh, oh. Ich würde mal. Nee. Nur dafür Sachen. Huch! Wasser. Aua! Stirb! Stirb, du großer Level 19 Typ. Boah. Bin ja fast tot hier. Du? Ja. Ich wurde hier irgendwie ein bisschen in den Nahkampf gedrängt und plötzlich wusste ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. War leicht unglücklich. Wenn du auf die andere. Noch... Warte, wenn sie zur linken Seite schauen. Oh, hallo. Ja, bitte, hä? Den hast du aber schön getroffen. Eieiei. Geplatzt ist er, der Gute, geplatzt. Hier war noch was. Weil diese Schildertypen, die machen mich aber langsam wahnsinnig, ne? Aber echt, ey. Die sind richtig kacke. Man muss sie aber nur von der richtigen Seite treffen, dann ist das kein Problem. Was ist denn da? Schlachtfeld? Der hat da noch was gedroppt hier, der Große. Bitte was? Der hat Große was gedroppt? Meine ja. Nö, also bei mir nicht. Nee, bei mir also auch nicht. Also für ich hab mich jetzt nicht, so. Aber ich hab schon fast keine Munition mehr. Ach, da hinten ist noch was gedroppt worden. Willst du mal die Tür öffnen? Ja. Ach, du bist noch nicht da. Dann mach ich das kurz. Du mach das. Lieber Ghost, du bist dran. So, gleich mal Kittenwerfer in die Hand. Ach, jetzt Munition. Ist immer schön, wie diese Warnleuchten. Achtung, die Tür geht auf. Auf geht's. Gleich von mir weggeballert. Jede Menge Gegner. Damit hätten sie auch nicht gerechnet, dass er gleich nach Gegner kommt. Nö, also. Ich kann mir aber auch echt seine nettere und diplomatische Version davon vorstellen. Da hinten ist doch noch ein. Ist noch einer? Nö, hier ist keiner mehr. Aber Netzwerkschlüssel abgegriffen. Ich bin so stolz auf dich. Schon wieder ein Netzwerkschlüssel für dich. Nur ja. Für dich. Für mich. Ach, oh, guck mal, hinter dir geht eine Tür auf. Da, 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 und schon wieder 12%. Wir kommen näher. Ja. Wäre erschrecklich, wenn wir nicht näher kommen würden, oder? Mansions, Kinder. Ich hoffe, hier geht's mal langsam Fußgeld. Legionsunterkunft. Ja, sehr gut. Mindestens 20 Cent pro Schritt.
Wäre nicht schlecht. Jo. Wir müssen über diese Brücke. Über diese Brücke? Kann ich nicht da unten durch? Da sind aber viele Zäune und alles drumherum. Oh. Das sein. Oh, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier ein Zimmer reserviert. Alter, Falter. Die explodiert aber auch alles. Alter. Top, top. Huh. Der Typ da oben, was macht denn der da? Den hab ich. Oh, mich hat's erwischt. Okay. Ich hab den. Ja, pass auf. Ich hab nur noch 25 Sekunden zu warten. Wenn's weiter nichts ist. Wenn du mich holen willst, kannst du mich holen. Ja, ich hol dich gleich. Versprochen. Ja, versprochen. Nee, so wie ich dich kenne, wirst du als erstes sterben, bevor du mich holst. Kann passieren. Ich hol dich lieber mal. Hast du noch? Wie lange hast du noch? 4, 3, 2. Hab dich. 1, da bin ich. Wow, wow. So, jetzt holen wir den da oben mal runter, der macht nämlich Kirre. Sehr schön. Huch, oh, was Raketen. Ist das denn? Da waren Raketen. Ja. Wow. Da renne ich doch an den kleinen Biestern vorbei. Fies, dass die immer noch explodieren, wenn man sie tötet. Mhm. Das ist wie mit den anderen Dingern da. Zumindest bei mir im Nahkampf ist das so. Jetzt hat er seine Spezialmunition da drin versteckt. Oh, guck mal. Oh. Jetzt muss man da extra außen rum gehen. Da war doch noch was. Da hinten. Komm her, Junge. Ja, Wollo. Hinter mir müsste noch irgendwas sein, ne? Ach, da. Nee, das. Wo denn? Da, direkt vor uns. Ich seh's nicht. Ich hab'n. Müsste direkt bei mir sein. Ist weg. Komisch. Ich hatte da irgendwas am Schuh. Ja, aber ich würde sagen, dann machen wir hier wieder ein kleines Break, wenn es dann, bis es dann hier hochgeht zum Final Countdown, oder? Nee, das ist schon die Säule. Ich glaube, nee, das ziehen wir durch. Okay, dann machen wir mal Special Folge hier, Special lang. Er sagt, wir machen durch, dann machen wir durch. Ja, der Chef hat da. Möge der Chef. Au, 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 au. Kümmerst du dich um das Tor, um den Turm? Boah. Offensichtlich nicht. Ja, auch noch ein bisschen was zu tun. Ach Mann, ey. Hast du noch eins? Das stellst nicht so an. Guck mal, sogar zwei. Da. Hat eine auf den einen eingeschossen. Säule. Der ballert mir das Gehirn von dem einfach mal vor der Nase weg. Wo denn? Für das Auge. Da oben. Ja, werde ich mal machen, ne? Mach das. Komm schon, Freddy. Mach das Ding klar. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Na toll. Ich hab da so ein ganz mieses. Oh oh. Passiert sieht da irgendwie jetzt krass aus. Wie. Oh oh. Jetzt wackelt was passiert das da? Das Ding transformiert sich. Sind so Gegner. Löst sich auf. Ausschießen kann man nicht. Jetzt fängt es an zu leuchten. Und jetzt ist es weg. 10 Gebote. Alles umsonst. Oh, da kommt er doch. Das ist nichts umsonst. Oh, oh, oh. Der ist nicht ohne. Primus. Heißt der Typ. Primus? Jo. Der ist gleich Verschwindibus. Primus Verschwindibus. Headshot. Oh. Oh, der ist nicht ohne. Sind ja auch noch hier rum. Oh, sorry. Daneben geschossen und trotzdem was anderes getroffen. Auch nicht schlecht, oder? Mhm. Ah, schon wieder. Und? Egal. Vielleicht ist er doch down. Und? Aber. Down? Top. Guten Tag. Was ist er doch?
Ah, jetzt bin ich tot. Oh, ich hab gerade noch erwischt, ey. Aber wo bist du? Dann hol ich dich lieber, weil bei mir wird's jetzt auch gerade ein bisschen eng. Da bin ich. Dankeschön. Ja, das war's auch schon. Ach so, Glück gehabt. Hat jetzt, nämlich auch nur noch 44 Schuss. Kompliziert. Aktivierst du mal wieder die Säule da? Oder wie machen wir's? Ja, kann ich machen. Okay. Das war jetzt irgendwie überraschend. Kurz, vor allem. Ja, besonders weil der Große da relativ schnell. So, ich dachte gerade. Ausgemacht. Geschafft. Los, in den schwarzen Garten. Beenden wir das. Na toll. Liebe Freunde, das war es doch schon. Ja, hat sich gelohnt dafür eine neue Folge. Wäre ja auch Verschwendung gewesen. In meinen Augen zumindest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Däumchen da. Das wird uns freuen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder auf dem Mars bei Let's Play Destiny. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch. Cheerio. Tausend.